hier beteiligt. Ich möchte mich dafür sehr herzlich auch bei der amerikanischen Regierung, dem Department of Energy, bedanken. Und stellvertretend begrüße ich heute den Associate Director of Science, Computer Energy Scientist, Dr. Schalkowski. Sehr geholfen haben uns auch unsere polnischen Kollegen. Die polnische Regierung hat von Beginn an dieses Projekt als ihr Projekt betrachtet und hat uns mit Personal, mit Sachleistungen auch im Wert von 10 Millionen Euro hier zur Seite gestanden. Herzlichen Dank dafür. Ein besonderes Verhältnis haben wir natürlich zu unseren Kollegen aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den beiden Forschungsinstituten, die auch hier als Partner beteiligt waren, dem Forschungszentrum Jülich und dem Karlsruher Institut für Technologie, die noch Testkomponenten, Heizungen und Diagnostiken beigetragen haben. Und ich freue mich auf den Vorstand vom Forschungszentrum Jülich, Herrn Professor Beuys, und vom KIT, Herrn Dr. Schieler, zu begrüßen. Außerdem bin ich sehr froh, dass ganz viele Direktoren aus europäischen Forschungslabors heute bei uns sind, die mit uns im Eurofusion-Konsortium zusammenarbeiten. Und stellvertretend für Sie alle begrüße ich heute den Programmmanager des Eurofusion-Konsortiums, Professor René. Sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch natürlich bei allen Industrievertretern, denn ganz ehrlich, ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Jetzt muss ich ja aufhören irgendwann mit der Vorstellung, deshalb zeige ich Ihnen unsere Hall of Fame, wo wir alle wichtigen wissenschaftlichen Kooperationspartner und Industriefirmen da verewigt haben. Und das mache ich mir natürlich unter Umständen unbeliebt. Also wenn Sie mal den Grund haben, dann feststellen, dass wir die nicht verewigt haben, dann alle Kritik geht an mich. Wir freuen uns also, dass wir jetzt gemeinsam mit der Wissenschaft an der Stadion X beginnen können. Und wie Sie wissen, wollen wir die Energiequelle der Sonne und der Sterne auf der Erde nutzbar machen. Die Sonne ist natürlich Wasserstoffkerne zu Helium. Auf der Erde allerdings wollen wir eine andere Reaktion benutzen, nämlich die Reaktion von schwerem Wasserstoff Deuterium und überschwerem Wasserstoff Tritium zu Helium. Deuterium ist in den Ozeanen ausreichend enthalten und Tritium wollen wir in einem späteren Fusionskraftwerk aus Tritium gewinnen. Was uns an dieser Reaktion so fasziniert, ist, dass sie sehr effizient ist. Wenn Sie viel Wasser einer Wasser nehmen und das Tritium, das Sie erbrücken können aus dem Lithium einer Laptop-Batterie, dann können Sie so viel Energie erzeugen, die freigesetzt wird aus der Verbrennung von flüssig von dem Kohle. Ein Problem allerdings gibt es, Sie brauchen Temperaturen von ca. 200 Millionen Grad. Bei solchen Temperaturen steht man heißer als die Sonne übrigens, hat sich Materie in einem Plasmazustand, deshalb auch Maximum Institut für Plasmaphysik. Und um das Plasma einzuschließen, bauen wir ein Magnetfeld-Käfig und es gibt zwei Konzepte, im Wesentlichen den Tokamak und den Stellarator. Da will ich jetzt nicht mit Details langweilen, der Stellarator eignet sich viel besser für den Dauerbetrieb. Aber natürlich wird auch oft bemängelt, dass wir so wahnsinnig lange brauchen, bis zur Gewinnung der Fusionsenergie. Ich kann das auch verstehen, ich bin auch ungeduldig. Aber es wird manchmal auch gesagt, aber wir würden gar nicht so schnell irgendwie vorankommen. Das ist nur begrenzt richtig. Sie sehen hier, dass wir nicht nur 200 Millionen Grad, sondern auch schon 400 oder 500 Millionen Grad erreicht haben. Und in dem Parameter, mit dem man Erfolg sieht, haben wir einen Faktor 100.000 erreicht. Das steht noch ein Faktor 10. Und da ist Herr Jofe verantwortlich, dass er bei ITER es schafft, 10 mal mehr Energie herauszuholen, als reingesteckt wird. Wenn man aber diese Folie genau angeht, dann sieht man, dass die Tokamak-Punkte wahnsinnig Vorsprung sind. Alle schwarzen Tokamak-Punkte sind Tokamak-Punkte. Also hier die blauen Punkte, da fehlt noch ein bisschen was. Und wenn es dann gegen X, dann genau diese beseitigen, dass der Tokamak so großen Vorsprung vor dem Stellarator hat. Meine Damen und Herren, schließen möchte ich mit einem Dank an alle unsere Mitarbeiter. Ohne Sie hätte es Fenster gegen X nicht gegeben. Ohne Sie würde die vielen positiven Begutachtungen oder hervorragenden Begutachtungen durch